Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Stranger Things, Stranger Things 3. Wir sind ja hier immer noch und wollen, was wollen wir denn nochmal reparieren? Den Kondensator? Nee, irgendwie sowas war das doch. Hier unten ist nochmal ein Zimmer. Seit wann ist das denn hier? Keine Ahnung, ich war auch noch nie hier. Der geht wenigstens in die Offensive, der andere. Was ist los mit ihm? Was habe ich denn überhaupt von Kugeln? Ich habe gar nichts weg. Sieht aus, als würde sie einen Tunnel graben. Das ist komisch. Wir müssen uns konzentrieren. Die Cerebro-Teile sind offensichtlich nicht hier. Wir können uns wann anders umsehen. Wir haben einen Zweck gefunden. Ich muss mehrere Zwerge finden. Wo konnte man die denn? Genau. Ich nehme jetzt ihn, weil der hat wenigstens einen Baseballschläger. Genau, Cerebro war's. Hier gab es auf jeden Fall jetzt nichts. Das heißt, wir müssen weiter hier lang gucken. Achtung! Hinterhalt! Ah, asshole. Aber wo könnt ihr denn sein? Die Level sollen ja nicht so elendig groß sein. Da oben kommen wir nicht lang, da brauchen wir einen Schlüssel für. Ich hätte mal bestimmt auf das Fass schießen. Ich sehe schon, komm, das explodiert gleich. Erstmal schön einsammeln hier. Guckt mal, Leute. Mega. Gibt's voll viel cooles Zeugs. Lappen. Wir haben Lappen gefunden. Ist das vielleicht ein Cerebro-Teil? Ein Lappen? Nein, ein Lappen wird wohl kein Cerebro-Teil sein. Das heißt, wir müssen weiter gucken. Also da kamen wir her. Beziehungsweise hier kamen wir her. Das könnte eins sein. Das ist eine Kiste. Oh, fuck. Konnte nicht irgendwer, konnte doch Kisten hacken. Das habe ich. Yeah, Leute, es ist eins der fehlenden Teile. Wir sind im Anruf bei Susi. Suizid wollte ich gerade schon sagen. Susi, einen Schritt näher. Und einen Schritt näher dran, nach Hause zu gehen. Suchen wir weiter. Okay, das war schon mal. Das war ja nur ein Teil. Ich kann den. Was haben Elf und Max gemeinsam? Wie ging das denn nochmal? Oh fuck. Wir können die Felsen mit der Kraft der Bomben hochjagen. Wer konnte denn nochmal? Hä? Wer konnte denn nochmal Bomben? Ach ja, er mit seinem Zweitangriff. So war das. Ich glaube aber nicht, dass hier irgendwelche Teile sind. Ah, mehr Ratten raus. Ah, Spinnen. Igitt. Keine Energie. Jetzt aber. DAS. DDA. Da, und noch zwei Schlösser, Alter.
weiter geht's. Wir haben trotzdem erst einen Teil. Es gefällt mir nicht. Da ich gleich gar nicht mehr weiß, wo ich hin muss. Fertig, fertig. Wieso liegt ja ein Funkgerät herum? Vielleicht will jemand seine Freunde kontaktieren. Zu schön. Ja, vielleicht, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Über das Funkgerät hörst du ein gut besuchtes Einkaufszentrum. Weiter zuhören. Ab und an hörst du, wie ein Stuhl über den Bogen geschoben wird. Über das Funkgerät hörst du eine gute Frequenz ändern. Das Funkgerät spielt Büroklänge ab. Es ist sanftes Knistern. Und hin und wieder Geräusche. Über das Funkgerät, das hatten wir schon. Was hört man denn so im Büro? Papierrascheln und Anrufe werden angenommen, aber du verstehst das Gesagte nicht. Okay. Cola, we have a Cola. Aber wir brauchen immer noch zwei Teile, Leute. Oh Gott. Soll ich vielleicht mal Energie nehmen? Mann, geht doch kaputt. Ich glaube, sie kommen nicht von hier. Es ist auch eine Kleinstadt. Lag noch was. So, Leute, hier ist auf jeden Fall noch so ein DBS. Okay, das ging jetzt. Oh, Entschuldigung. Hey, gib uns die Repo zurück, oh. Idioten! Erso! DVD. Zweites Teil! Yes, 401. Nein, stopp! Ach, fuck, was wollte ich? Das wollte ich. Nein! Es wird völlig verwirrt. SWS, SA. Da ist auch keins drin. Verdammt! Leute, wir brauchen nur ein Teil! Ich mach erstmal die Büsche kaputt. I make the rats. Kill the rats! Das ist genauso wichtig. Hey, ich sowas. Aber hier ist auch nichts. Also hier war jetzt ein Teil, aber irgendwie, weiß ich auch nicht. Fehlt uns noch mal irgendwas. Können wir gehen? Das dauert noch so lange. Was wollen die mit meinem Funkgerät? Vielleicht sind sie maskierte Aliens. Was? Ja, und sie wollen mit dem Teil nach Hause telefonieren. Ihr nervt. Okay, da kommen wir nicht weiter. Also kommen wir schon weiter. Aber ich wollte erstmal hier oben gucken. Beziehungsweise hier kommen wir. Ich glaube, hier sind wir hergekommen. Müssen wir aber Will nehmen. Ist das Will? Ich weiß gar nicht, ob es Will ist. Ne, Will war der andere, ne? Ja, toll. Hä? Dann müssen wir doch da oben weiter, oder? Wo haben wir was übersehen? Da ist nämlich Cerebro. Oh nein, Cerebro, du hattest nicht mal die Chance zu leben. Ging es denn da oben noch irgendwo lang? Also da oben war jetzt hier, da war die Station. Aber ging es von der Station aus? Oh nein. Okay. Was haben wir denn noch nicht untersucht? Wir waren jetzt hier. Dann waren wir da, glaube ich, noch gar nicht. Nee. Blockieren. Ja. Leertaste. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe aber... falschen Charakter eben. Ah, da liegt auch das letzte. Ja, das ist ein Cerebro-Teil. Geil, sieh mal, das letzte fehlende Teil. Du gibst dir echt Mühe, nur so zu tun, als hättest du eine Freundin, Dustin.
Sie ist nicht erfunden. Los, zurück zu Cerebro, dann beweise ich es euch. Yay, wir haben alles gefunden. Eben die Talas einsammeln. Ich weiß auch gar nicht, wofür die Talas überhaupt sind. Aber finden wir bestimmt irgendwann raus. Gut, ich repariere Cerebro schnell. Dann rufen wir Susi an, nicht Suizid. Ich kann mich zumindest hinsetzen, während du das machst. Susi, Susi, hörst du mich? Wie lange dauert das denn noch? Ich muss bald nach Hause. Nur noch ein paar Minuten. Rauschen. Susi, bitte komm, hier spricht Dustin. Hörst du mich? Ich gehe nach Hause, komm, Mike. Red du nur weiter mit deiner unsichtbaren Freundin. Ha! Yam, was? Wartet, Leute! Wisst ihr, was ich gerade gehört habe? Ich nicht, hab da nicht hingeguckt, so ein Scheiß. Radarliebe fertig. Diese russische Sendung, die ich aufnahm, muss wichtig sein. Das muss ich Steve erzählen. Mir egal, dein Spionagespiel interessiert mich gerade nicht. Ich habe ein Date mit Elf. Im Ernst? Warte, wo ist Will? Sehen wir zuerst bei dir nach, Mike. Ich muss heim, um mich für Billy hübsch machen, tue ich das wirklich. Später an diesem Abend. Billy. Okay, das Hotel ist 2 Ausfahrten entfernt. Was war das? Oh nein! Unfall. Ups. Was zum Henker war das? Wo kam das denn her? Jetzt stecke ich hier fest. Was ist das für ein Geräusch? Wer ist da? Hey, loslassen! Kapitel 2. Ratten. Okay, meine Freunde, nächstes Mal konzentrieren wir uns auf die Ratten. Ich freue mich drauf. Wir haben zumindest einen Teil schon mal geschafft. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns. Bis dahin, euer Scary Fairy. Und vergesst nicht, abonnieren, liken und kommentieren für den Algorithmus. Bye, bye.